Nun gilt es, ein Logikrätsel zu lösen. Ein Logikrätsel, wie man es vielleicht aus dem PM-Logiktrainer kennen könnte. Wir müssen aus diesen 8 Hinweisen, die uns Leonardo hinterlassen hat, eine korrekte Reihenfolge für seine Verstecke herausfinden. So, dafür brauchen wir die Position, 1., 2., 3. oder 4., den Ort und das Material, was dazu gehört. Wir sehen, dass es anscheinend Leonardos Werkstatt geben muss. Ich schreibe jetzt mal alle Orte schon mal auf. Also Orte gibt es Leonardo, Prinzessin Emma-Brücke in Hinweis 2, Wachsfigurenkabinett in Hinweis 3 und das Theater an der Gauklergasse. Materialien gibt es insgesamt ebenfalls natürlich 4, weil kein Material darf mehrfach vorkommen und kein Ort darf mehrfach vorkommen. Also müssen die eine 1-zu-1 Beziehung haben. Es gibt einmal ein steinernes Versteck, Hinweis 1. Es gibt ein Metall in Hinweis 3. Es gibt ein Wasserversteck in Hinweis 5. Und in Hinweis 8 gibt es noch einmal Holz. So, die müssen wir jetzt irgendwie zuordnen zu einer Position. Die Position ist ganz einfach 1, 2, 3 und 4. So, das ist unsere Menge an Elementen, die richtig zugeordnet werden müssen. Fangen wir mal mit Hinweis 1 an. Leonardos Werkstatt muss direkt vor oder nach dem steinernen Versteck besucht werden. Das heißt, Leonardos Werkstatt gehört nicht zu dem Steinmaterial. Wir sehen aber auch den Hinweis Nummer 5, dass der im Wasser versteckte Hinweis wird ebenfalls direkt vor oder nach Leonardos Werkstatt benötigt. Das heißt, Leonardos Werkstatt ist auch nicht Wasser. Und wir haben jetzt dadurch gelernt, das sind ja quasi zweimal dieselben Hinweise, nur mit unterschiedlichen Materialien. Das heißt, neben Leonardos Werkstatt muss ich einmal Stein und einmal Wasser befinden. Wir wissen nicht, was sich davor und was sich danach befindet, aber wir wissen, Leonardos Werkstatt ist dazwischen. Das heißt, Leonardos Werkstatt kann nicht an erster und nicht an letzter Position sein. Also muss sich Leonardos Werkstatt an Position 2 oder 3 befinden. Schreiben wir schon mal auf 2 oder 3. So. Und Leonardos Werkstatt hat nicht Holz und nicht Stein. Hat nicht Wasser und nicht Stein. Also bleibt nur Holz und Metall. Das sind die einzigen Möglichkeiten für Leonardo. So, vor oder hinter Leonardo ist Stein oder Wasser. Der steinerne Hinweis ist im Theater an der Gauklergasse. Das heißt, das Theater an der Gauklergasse muss vor oder hinter Leonardo sein. Metall ist die Prinzessin Emma-Brücke. Das heißt, Metall kann nicht Leonardo sein, weil Leonardo ist nicht die Prinzessin Emma-Brücke, also Leonardos Anwesen. Das heißt, für Leonardo bleibt nur noch Holz. Also wissen wir, die Prinzessin Emma-Brücke hat Metall, das Wachsfigurenkabinett und das Theater. Was ist mal über das? Der Hinweis im Metall gehört zu Prinzessin Emma-Brücke. Der steinerne Hinweis hier, Hinweis 4, ist im Theater. Also ist das hier der Stein. Das heißt, dann bleibt das Wasser für das Wachsfigurenkabinett. Okay, wir wissen, dass der letzte Hinweis nicht Metall ist. Der letzte Hinweis ist nicht die Prinzessin Emma-Brücke. Der letzte Hinweis ist aber auch nicht Leonardo, denn Leonardo kann nur an 2 oder 3 sein. Das heißt, der letzte Hinweis muss entweder das Wachsfigurenkabinett oder das Theater sein. Zwischen der Prinzessin Emma-Brücke und dem Wachsfigurenkabinett muss noch mindestens ein anderer Ort besucht werden. Prinzessin Emma-Brücke. Achso, Moment. Ganz langsam. Leonardo
befindet sich neben dem Stein, also neben dem Theater und neben dem Wasser, also dem Wachsfigurenkabinett. Das heißt, ja, was heißt das? Das heißt, wer sich nicht daneben befindet, ist die Prinzessin Emerbrücke. Die Prinzessin Emerbrücke, also diese L, W und T bilden eine Dreiergruppe, die sich entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende versteckt. Die Prinzessin Emerbrücke muss dementsprechend am anderen Ende liegen, also auf 1 oder 4. So. Wir wissen aber, Prinzessin Emerbrücke hat das Metall und der letzte Hinweis ist nicht Metall. Das heißt, die Prinzessin Emerbrücke, die Metall ist, kann nicht an Position 4 sein. Das heißt, sie muss an Position 1 sein. Damit folgt, dass dann dieser Dreierblock kommt, in dessen Mitte, das wissen wir, die Leonardo, Leonardos Anwesen ist. Also ist Leonardo die 3. Okay, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer 2 und wer 4 ist. Und wir haben da noch den Hinweis 2, mit dem wir noch nichts gemacht haben. Zwischen der Prinzessin Emerbrücke, also der 1, und dem Wachsfigurenkabinett, was ja entweder jetzt 2 oder 4 sein kann, muss sich noch mindestens ein anderer Ort befinden. Wenn es die 2 wäre, wäre es kein anderer Ort, also muss sich die 4 hier befinden und das Theater an der Gauklergasse kriegt die 2. Also haben wir jetzt die richtige Reihenfolge P, T, L, W. Und jeweils das Metall noch dazu. P, also die Prinzessin Emerbrücke, hat einen metallenen Hinweis. Das Theater an der Gauklergasse hat einen steinernen Hinweis. Leonardos Anwesen hat einen hölzernen Hinweis. Und das Wachsfigurenkabinett am Halsplatz hat einen Wasserhinweis. So, das ist die Lösung.